gucken, was du hier machst. Schläfst du? Oh, so ein müdes Katzenbaby. So ein müdes Katzenbaby. Hast du heute Nacht wieder Terz gemacht, ja? Dachtest, wenn wir schlafen gehen, fängst du an zu spielen mit deiner Spirale. Und dann hast du sie uns ins Bett gebracht. Kleines süßes Baby. Ja, und jetzt schläfst du, weil du müde bist. Ja, wir alle sind wach und du bist müde. Apollo ist sogar wach. Was denn? Was? Diese kleine süße Zunge. Hast du mir die Zunge rausgestreckt? Du Süße. Wo ist denn mein Katzenbaby? Hier bist du. Ja? Ja, komm, wir gehen runter. Komme ja schon. Raus möchtest du? Ja. Wo ist Apollo schon wieder? Der schläft wahrscheinlich irgendwo, oder? Wir haben ihn ja nicht aus Versehen rausgelassen, oder? Nee? Okay, gut. So, dann muss ich nur noch dein Geschirr finden. Hier ist es nicht. Wo ist es? Weißt du das? Nein? Woher soll ich das denn wissen? Ja. Such. Komm, hilf mir beim Suchen. Hier ist er nicht. Da ist er nicht. Ja, ernsthaft, wo haben wir das ausgezogen? Auf dem Tisch? Kann nicht sein, oder? Oder ist er vielleicht... Nein. Hier? Also hier ist auf jeden Fall eins. Aber das ist leer. Ich kann es nicht finden, Katzi. Wo ist denn dein Geschirr? Hm? Ja, keine Ahnung. Du musst mir beim Suchen helfen. Ich weiß ja nicht, wo wir es abgelegt haben. Ich sehe das nicht. Kannst du mir helfen zu suchen? Da unten? Unterm Tannenbaum? Nee, ne? Ich hab's. Guck mal, hier ist es. Tada! Komm. So. Jetzt. Gucken hier. Richtig. Pfötchen. Genau. Und einmal. Hier unten, oder? Ja. Fertig. Du Süße. Süß, süß, süß. So, fertig. Lauf schnell. Ich kann mir vorstellen, dass Apollo gleich auch auftaucht, weil er gehört hat, dass die Tür aufgegangen ist. Weil wenn nicht, fange ich langsam an, mir Sorgen zu machen. Ich habe ihn schon lange nicht gesehen. Apollo! Apollo! Kss. Apollo? Nee, ist nicht da. Dann geh erstmal alleine. Vielleicht kommt er ja bald. Er schläft wahrscheinlich nur irgendwo, hoffentlich. Na los, geh! Katzi! Los, los, los! Ja, hier schnell. Er rumpelt hier einfach durch. Ja, was denn? Nass? Und kalt? Ja. Das ist doof, ne? Ja, ich weiß. Es ist viel schlimmer, als wenn Schnee liegen würde. Gerade hast du dich an den Schnee gewöhnt und jetzt fängt alles an zu schmelzen und es ist immer noch kalt und nass, aber nicht mehr schön. Oh, die letzten Grashalme. Armes Kätzchen. Wenn ich mal diese Samen finde, dann
pflanze ich dir Katzengras, damit du über Winter auch was hast. Und das ist ja echt traurig. Tja, Apollo ist immer noch nicht aufgetaucht. Ich frage mich wirklich so langsam, was ist da passiert? Schläft er? Ach, der schläft wahrscheinlich so tief, dass er das gar nicht mitbekommen hat, dass wir rausgegangen sind. Ich lege noch ein bisschen Schnee hier oben rein. Ach, krass, es war wieder eingefroren. Ich sag doch, es ist wirklich kalt. Ups. Und es nieselt die ganze Zeit. So, Cosmo, ich lass dich jetzt deine Sache. Verschluck dich nicht, bitte. Und, ach, da, Apollo, ich aufgewacht, das kleine Kätzchen. Hier, bist du aufgewacht? Komm, geh raus. Geh raus, ich mach die Tür zu. Na los. Herr Puschi. Herr Puschi, geh. Komm schon. Trau dich. Trauen Sie sich, Apollo. Naja, wenn es sein muss, ist ja ekelhaft. Immer muss man diese Katzen zu ihrem Glück zwingen. So, und wenn ihr keinen Bock mehr habt, dann kommt ihr einfach wieder rein, ja? Apollo merkt schon, dass es nieselt und es gefällt ihm nicht. Apollo, willst du wieder rein? Bist du noch nicht bereit für die Kälte? Hast du dich noch nicht mental drauf eingestellt? Und dieses Katzi da hinten? Geh und guck, was er da gefunden hat. Dieser Flauschball ist noch sehr müde. Okay, Apollo hat definitiv gar keinen Bock mehr. Was ist? Hm? Sie können Lust mehr. Komm, geh rein. Was ist mit Cosmo hier? Er sucht noch nach seinen Rasenhalmen. Naja, lassen wir ihn mal. Guckt euch das mal an. Den haben wir aus dem Glacier National Park aus... was ist das nochmal gewesen? Ich glaube, das war... noch Amerika, kurz bevor Kanada, kann das sein? Ja, ich glaube, das war das. Ja. Auf jeden Fall fanden wir den ganz süß und wollten den auch für unseren Tannenbaum holen, damals 2019. Wisst ihr, wie viel wir für dieses Souvenirchen hier bezahlt haben? $13! Das ist so scheiße teuer. Und ich kann mir vorstellen, das ist jetzt alles noch teurer geworden. Wer tigert denn da vorbei? Katzi, du weinst an der falschen Tür. Willst du reinkommen? Das waren gerade mal 3 Minuten, die er draußen gewesen ist. Vielleicht 4. Aber Pfötchen scheinen schon eingefroren zu sein. Ach, Baby. Komm her, ich zieh dir das aus. Wir gehen später nochmal raus, okay? So ist das halt jeden Tag. Wir ziehen an, wir ziehen aus. Wir ziehen an, wir ziehen aus. Man denkt sich so, naja, er kommt doch eh wieder rein. Warum ziehst du ihm das immer an? Ja, weil einmal ist er nicht reingekommen. Da ist er über den Zaun. Und dann hätten wir ihn niemals gefunden, weil es schon dunkel geworden ist. Und nur dank des GPS-Trackers haben wir ihn gefunden. Ja. Was machst du denn da? Ich habe dich gerade durch die andere Tür rausgelassen. Kann jetzt nicht dein Ernst sein. Wolltest du rein oder nur rummeckern? Na los, quetsch dich durch. So. Was war das jetzt für eine Aktion? Ich habe dich hier vorne rausgelassen. Du bist bis da hinten hingehumpelt und wolltest wieder rein. Und jetzt willst du hier vorne wieder raus? Was stimmt denn nicht mit dir? Los. Aber zackig. Los, los, los.
Katze, komm schon. Ich muss die Tür zumachen. Jetzt humpelt ihr da wieder hin. Also wenn das jetzt von vorne wieder losgeht. Ich bin hier. Hallo. Hier bin ich. Soll ich dich jetzt wieder reinlassen hier? Ja, komm rein. Na los. So, und jetzt? Was machen wir jetzt? Apollo, frag ihn mal, was er für ein Problem hat. Okay. Jetzt gehen wir scheinbar nicht mehr raus. Na gut. Hier wieder raus? Hm? Los. Los, los, los. Na komm. Komm, du schaffst das. Mehr kann ich nicht aufmachen. Siehst doch, der Tisch steht hier. Pff. Soll ich nachschieben? So, wo ist er jetzt hin? Hm? Wo ist denn das kleine Kätzchen? Hier ist es. Was machst du hier? Apollo eilt zur Hilfe. Cosmo, ja genau, lass es lieber. Nachher quetschst du dir noch dein Pfötchen mit einem Stein oder so. Hallo. Was mit Apollo? 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 Apollo, willst du nicht mit rein? Anscheinend nicht. Ja, na bitte. Komm. Apollo. Apollo, wie lange soll ich warten, bis du dich mal entscheidest? Los. So. Heute geht keiner mehr raus. Wird gleich dunkel, genau. Und das ziehe ich dir jetzt auch aus. So. Käppchen, Pfote, richtig. Sehr gut.